Sollte, glaube ich, soweit so halbwegs klar gehen. Gehen wir mal erstmal hier rein. Instant Battle. Dann schauen wir uns mal Over the Top WW1 an. Available Maps. Beaucourt, Railway, Cambrai, Trenches, Collineux, Hills, St. Quentin. Ich kann mehrere einnehmen. Fühlt sich ein bisschen wie bei Battlefield an früher. Oh Gott, außerhalb von Commander Battle 25, Bot Multiplika. Starten mal. Angreifendes Team Mittelmächte. Oder die Entente. Wir machen mal. Und wir spielen die Mittelmächte. Offizier, es fühlt sich wirklich ein bisschen wie bei Battlefield an. Also bei den ganz alten Battlefield-Teilen so ein Stück weit. Sturmsoldat, MG, Scharfschütze. Ich glaube schon, oder? Sollten auf jeden Fall mal eben... Hört zu, Kameraden! Wir haben Befehl anzugreifen! Bereitet eure Ausrüstung vor! Sammelt euren Mut und macht euch bereit für den Sturmangriff! So. Gott mit uns! So geil, dass die anderen vom selben Dude vertont sind. Hört ihr das? Zeigt ihnen die Hölle! What up, Peppy? Mit Gott für König und Vaterland! Angriff! Ich glaube, wir müssen da lang. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ja, ich glaube, wir müssen eher in die Richtung. Ich weiß nicht, dass es irgendwie Third Person ist. Und wenn ich dann quasi reinschaue oder so... Geister... Nee, es ist mehr Verwirrung aktuell noch so ein Stück weit. Wir haben einen britischen Panzer. Oh, der wurde aber schon gekillt. Italian Striker. Wir sehen uns in der Hölle wieder, Tommy! Ja, witzig ist es ja irgendwie schon so ein bisschen. Alter! In Kürze eingehender Brandbombenangriff. In Kürze eingehender Brandbombenangriff? Okay, ich denke, wir müssen hier A einnehmen. Das fühlt sich so ein bisschen nach Third Person Battlefield an. Oder? Ja, wo kann man die Demo runterladen? Bei Steam. Steam. Das ist alles Steam-Festgedöns. Oh. Guck mal, der kann mehrfach schießen. Was ist mit dem? Okay, ich glaube, wir können nochmal. Gewehrschütze. Fühlt sich so an, als könnte. Also, so ein bisschen in die Richtung. Dass die Mucke währenddessen weiterspielt, fühlt sich so ein bisschen komisch. Jerry! Ah ja, schau doch mal. Jetzt kann man ein bisschen häufiger schießen.
Der hatte. Ist das eine Bar? Wieso bist du denn danach aus? Verdammt, ich habe keine Munition mehr! In Kürze eingehen, da gar kein Griff. Ich weiß nicht, ob ich die Muni nicht mitgenommen habe. Kann sein. Zweifelsfall müssen wir mit der Schaufel ran. Aber ich glaube, ich habe die Muni mitgenommen. Aus dem Gas? Ich habe keine Munition mehr! Ich müsste noch Ersatzmunition dabei haben. Zack! Z, ja, ich habe versucht Z zu drücken, aber ich glaube, die haben mir die falsche Tastatur gegeben. Wahrscheinlich muss ich Y drücken, da ist jedenfalls gerade erstmal noch nichts passiert. Ja, wisst ihr was? Da nehme ich doch mal so ein dickes MG. Gucken wir mal, was passiert. Ja, das hat anscheinend nicht geklappt. Es ist Y. So, linke Maustaste zum Platzieren. B, ziehen durch Visier, R zum Nachladen. Und ich würde es ganz gerne auch wieder mitnehmen. Also ein sehr dickes MG. Oh yeah, more of sight here. Ups. Seht ihr irgendwen? Ich sehe da einen Panzer kommen. Das ist aber ein deutscher Panzer. Okay, ich nehme es mal wieder mit. Ein Panzerfahrer, das ist eine gute Frage. Also witzigerweise ist die Idee gar nicht mal so verkehrt. Warum ist denn der bitte da hinten? Warte mal, wir können ja mal schauen. Mechaniker, vielleicht können wir dann ja einen Panzer nehmen. Sieht so aus, schaut mal. Also auf jeden Fall spielen ja irgendwie auch so ein bisschen Panzergegner da. Das ist ja irgendwie... Unlocked. Vorteile. Vielleicht komme ich hier da irgendwie weiter mit hin. In Kürze eingehender Brandbombenangriff. Ich war als Offizier. Vielleicht, naja, ist nicht so unbedingt. Ach, guck mal, jetzt kann ich, ne? Aber kann ich nicht.
Jetzt hätte ich rein theoretisch hier hochgeholt werden können. Hier gibt es noch irgendwelche Spots, die man irgendwie mit einnehmen kann. Aber wirklich Panzer sehe ich jetzt aktuell eigentlich auch nicht mehr. Aber man kann sie anscheinend irgendwie leveln oder so, ne? Dann kriegst du hier die anderen Sachen noch freigespielt. Erinnert mich ein bisschen an Wolfenstein Enemy Territory. Das war mal so Gratis-Shooter, der hat mega Spaß gemacht. Da hast du dich auch innerhalb einer Runde gelevelt und hast dann quasi immer mehr Vorteile zu bekommen. Und dann irgendwann auch bis hin zu irgendwie Artillerie. Ja, was lohnt sich, dass du nicht insgesamt freispielen musst? Sondern halt innerhalb des Matches. Und ich mag es, wenn du dir innerhalb des Matches Sachen freispielen kannst. Erstmal rein wieder in den Graben. Verdammt! In Kürze eingehen, aber Brandbombenangriff. Ja, ne? Ich hab sogar Nades. Boah. Also irgendwie ist es ja ganz witzig, auch mit dem Flammenwerferzeug noch dazu. What? Also irgendwie ist es ganz witzig. Ja, der telekinisiert die Waffe beim Nachladen, ja. Hey, die rennen alle durchs Feuer. Irgendwas sagt mir, ich sollte da nicht durchlaufen. Wir müssen halt irgendwie jetzt A einnehmen, ne? Ich bin bei A. Das Problem ist, es brennt hier halt irgendwie immer noch. Aber wir sind bei A. Jetzt hat mir, glaube ich, irgendeiner den Rücken geflattert. Der Please Kill. Ja. Ja. Was kann denn der Spezi? Tankgewehr 1918. Warte mal. Das sagt mir doch was. Ja. Das ist das richtige Kaliber für uns. Kann das stehen schießen? Alter! Jetzt wird's witzig. Komm, jetzt brauchen wir mal hier irgendwen. Am besten einen Panzer. Naja, das echte Tankgewehr kannst du stehen. Das kannst du vergessen. Dürfte eingehender Nebelgranatenbeschuss. Meine Güte! Okay, ich muss jedes Mal eine Kugel nachladen.
Granate! Ich meine, der löst sich auch einfach nur noch in der Blutwolke auf. Aber das Ding ist eigentlich für Panzer gedacht. Also witzigerweise ist es irgendwie ganz nett, ne? Also Spam. Aber ja, ne? Ich würde sagen, mehr als ein lustiges Gimmick, wahrscheinlich am Ende des Tages leider irgendwie auch nicht. Aber ich kann nicht sagen, dass ich keinen Spaß daran hätte. Also, es ist nicht. Hätte er gerne mal auf den Tank geschossen oder so. Eingehendes Sperrfeuer. Kann sogar die Bäume auch kaputt schießen. Also kaputt fahren. Hey, keine Ahnung, wo da jetzt schießen. Ist geil, dass auch instant eine KI anfängt, das zu übernehmen und weiterzufahren. Ach, schon witzig. Wie das Ding auch klackert und sich quasi gar nicht vorwärts bewegt und so, das ist schon witzig. Freunde, was ist mit dem da vorne? Das ist alles ultra sperrig. Geil, dass ich echt alles jetzt überleben kann und das relativ gut. Ist auch so ein Haus, ich kann beides machen, ja. Ich kann rausgucken oder nicht. Es macht schon viel Spaß. Aber so richtig kommen wir bei A nicht weiter, ne? Die kommen irgendwie gefühlt zu schnell nach. Ja, leere Granaten schmeißen. Na, was macht er da? Pups. Das macht Splash. Oh yeah. Kürzer eingehender Nebelgranatenbeschuss. Ich hoffe mal, der kommt zu uns, der Nebelgranatenbeschuss. Das wäre ja nicht schlecht. Guck mal, ich fahre hier irgendwie auch Sachen richtig kaputt und sowas. Das ist irgendwie auch ganz cool. Dann sitzen wir mittendrin. So witzig mit dem Brandzeug, dass es ewig weiter brennt und die einfach immer weiter drin sterben, weil die immer weiter reinrennen.
sind wir eigentlich gut dabei, ne? Ich glaube, wir nehmen mittlerweile auch B1, Arbeit. Ganz schön finish, beste. Na, ein bisschen brennen wir mittlerweile auch schon. Ah, die kommen einfach zu schnell nach. Na komm schon, da doch. Ja, wir nehmen A nicht ein. Die sind einfach zu viele. War doch Xorox, brumm, ja. Na moin, ich danke dir für die 46 Monate. Ja, lange machen wir es nicht mehr. Nicht sehr präzise. Granate! Jetzt haben sie uns geknackt. Ja, das ist irgendwie ganz witzig. Es erinnert mich wirklich von vielen Aspekten so drumherum eigentlich eher an frühere Battlefield-Spielchen. Nur halt, wie gesagt, halt Third Person und so und alles und bla. Da gibt es natürlich noch ganz viele Sachen, die es irgendwie unterscheidet. Die Idee grundsätzlich ist ganz nice. Ich finde bei dieser Art Spiele jetzt tatsächlich Third Person eher ein bisschen komisch. Ja. Also hier hätte ich es, glaube ich, dann doch lieber eher wieder First Person, wie man es auch von Battlefield gewohnt ist. Kurioserweise ist es hier dann genau anders als bei PUBG, aber es ist so. Ja. Ich würde sagen, das reicht. Das ist ganz witzig. Könnt halt auch spielen, wie gesagt, alles Demos aktuell bei Steam. Geht, kann man machen.